da müssen wir uns jetzt küssen. Juhu! Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zum neuen Video, Freunde. Wir sind in fucking Koh Samui. Koh Samui. Wir sind, Freunde, in Koh Samui, denn wir haben ein Date. Digga, wir haben ein fucking Date mit einem Mädchen, welches wir schon mal in unserem Interview dabei hatten. Und zwar vom Battle of the Socials, die liebe Elena. Freunde, ihr müsst euch vorstellen, ich bin einfach nach Thailand geflogen, um diese Dame jetzt hier kennenzulernen. Wir haben uns nämlich einfach einen Roller gemietet, Digga, und wir werden sie gleich abholen. Und ich habe so tolle Sachen vorbereitet. Wir werden einen Wasserfall gehen, wir werden überall hingehen. Es wird so wunderbar, Freunde. Aber ich hoffe, sie mag mich. Es ist heute nur eine Mission, und zwar die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe, wirklich zu küssen. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Wir müssen gleich nochmal durchsprechen, wie unser Wrist funktioniert. Das ist unsere Maschine für heute, Freunde. Alter, eine fette Honda. Aber vorher müssen wir wirklich unseren Wrist nochmal kurz kontrollieren. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt rein. Let's go. Jungs, das kleine Problem, was mir gerade aufgefallen ist, wir sehen aus wie eine Schildkröte. Wenn wir da jetzt so ankommen. Digga, wir sind eine fucking Schildkröte. Aber egal, ist nicht weiter schlimm. Wir müssen einfach auch mal an unseren Mann stehen. Hier in Koh Samui. Freunde, ich fühle mich irgendwie gut. Heute ist ein Tag, um Frauen zu klären. Lasst mich alle in Ruhe. Freunde, wir sind bereit. Ich habe Lust und let's go. Doch, ich glaube, da vorne steht sie, Freunde. Oh Gott, ich bin ganz nervös. Sie, vielleicht lacht sie mich auch aus. Hallo. Warte, ich habe was vorbereitet. Bevor du was sagst, film mal kurz. Ich habe nämlich was Schönes vorbereitet für dich. Okay? Hallo. Die habe ich extra für dich gepflückt. In dem Sinne würde ich sagen, Freunde, wir müssen direkt los, weil wir haben 15 Uhr einen Termin. Hast du gerade 5 Minuten Zeit und 10 cm Platz? Also Elena, ich würde sagen, ich gebe dir die Kamera hier. So, ich weiß, du weißt überhaupt nicht, was wir machen, ne? Mhm. Aber ich werde dich entführen. Ey, warte, dann bin ich wieder weg. Was denn? Wir fahren zu einem sehr Instagrammable Spot hin, okay? Da, nee, das machen wir danach. Hello. Als erstes, magst du lange Nasen und große Ohren? Nein. Jungs, wir haben verkackt. Schau mal, dreh dich mal um. Ich habe was Schönes vorbereitet. Und zwar sind hier kleine Elephants. Hast du schon mal mit einem Elephanten gespielt? Nicht gespielt, aber gefüttert. Echt? Hast du schon mal gemacht? Ja. Bestes. Alter, was ein Ding. Langsam. Ich habe eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Elefanten, ne? Findest du auch? Alter, guck mal seinen Rüssel an. Ich möchte mit dir. Oh. Oh ne, sorry. Oh. Das ist aber wirklich erstaunlich, wie die das machen, ne? Das fühlt sich ja richtig komisch an, Digga. Das ist wie eine ausgetrocknete. Was? Hast du es mal selber angefasst? Ja. Findest du es gut oder nicht gut? Nein. Was machen wir? Kneten. Das ist eine Banane. Wie findest du diese Banane von der Größe? Groß. Ja. Hast du Hunger? Was gibst du mir, wenn ich hier ein so ein Ding nasche? Nein. Weißt du, wo wir sind, Elena? Ja, ich hör's und ich sehe es. Bitte ping pam pum in the waterfall. Why are you good? Hier gibt es, glaube ich, mehrere Wasserfälle und on top of it gibt es einen IG-Spot. Likey? Ja. Was guckst du da gerade? Toyota. Wir haben unser Handtuch nicht mitgenommen. Ich habe eh kein Bikini oben an, nur unten. Okay. Wow. Ich finde das mit der Brücke viel schöner als den Wasserfall. Übelst geil. Ah, was war das? Oh. Was denn? Da ist aber was drunter. Hör auf, das ist ein Blätter. Ja. Nebenbei, Jungs, immer darauf achten, das richtige Schuhwerk anzuziehen. Wir sind da, Waterfall in der Number One. Szenen, wie findest du mich? Acht. I live in the nature and I love. Da oben. Sind die da nackt? Ja? Sind die da nackt? Ja, das ist nämlich eine Insel der Nackten. Dicker, die sind wirklich nackt. Hä? Ich kack ab. Das wollte ich aber nicht. Aber schön. Junge, Junge. Für den Scheiß. Für eine Stunde geklettert, Alter. Fuck off, ja. Also das hier ist der Instagram-Spot.
Mokaka machen. Eigentlich ist das jetzt hinter dir der Spot, wo die Wassermassen toben sollten. Was, wie gefällt dir der Spot hier? Also, naja, das ist schön. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Nein. Nein, das ist geil. Das ist aber geil. Hä? Oh mein Gott, der Gott wollte, dass wir, du und ich, ja. Und jetzt sag du das Letzte. Mom. Schau mal, hier. Ein toter Schmetterling. Leute, checkt mal diese Bilder ab. Leute, ich will jeden von euch schlingeln sehen. Mal lasst da mal ein Like da, Digga. Ich hab das Ding hier geballert. Das ist eine wunderschöne Nummer. Alle mal ein Like da lassen. Instagram ist verlinkt, ihr Schweine. Sollen wir einen großen und einen kleinen nehmen und dann können wir gucken? Großen und kleinen Ball. Wie bei mir. So Leute, nachdem gestern ein bisschen schnell vorübergegangen ist und wir dann ziemlich platt waren und dann in Jihaya gefallen sind, also getrennt voneinander. Leute, heute geht's richtig ab. Wir machen nämlich hier einen kleinen Fuß. Halt mal. Ich zeig dir nämlich einen coolen Trick. Wusstest du, dass ich früher ein Profi war? Hä? Kannst du das? Kannst du das? Was ist denn? Hole in one, please. Ich den so mache. Schon mal fußballerische Erfahrung gesammelt. Gerade bei dir, ne? Hä? Gerade bei dir. Kack bei dir, hä? Willst du mich verarschen? Mag du mir Problem? Mag du mich? Look and watch. Oh. Bleib hier. Ich bin dran. Hast du ein Problem? Aha, du wolltest spielen. Mack. Nein! Okay, 4. Hau den Löffel. Oh mein Gott! Yes, babe! Wie alt sind Sie denn eigentlich? 20. Und was machen Sie beruflich? Gerade Social Media nur. Ein Abi vor 2 Jahren gemacht. Und jetzt gerade konzentriere ich mich auf Social Media und dann vielleicht irgendwas studieren irgendwann. Wie fanden Sie, als Sie mich das erste Mal gesehen haben beim Battle of the Socials? Ich weiß nicht, ich habe mich voll erschrocken, weil ich dachte, du verarschst mich oder so. In deinem... Warst du nervös? Ja, du warst auch nervös. Nein. Doch. Nein. Ich hatte nur Angst, dass du mich irgendwie blamierst oder so. Wie ist Ihr Beziehungsstatus momentan? Single. Warum lachen Sie? Ist da was im Busch? Nein. Wenn du jetzt sagen müsstest, wie du mich optisch findest, sag mal von 1 bis 10, nochmal jetzt ehrlich. Sieht gut aus. Ja? Und blau ist meine Lieblingsfarbe. Und was muss man haben, um ihnen gefallen zu können? Einen guten Charakter. Ja, lustig sein. Guter Charakter und lustig. Ja, einfach rausstechen von anderen. Kannst du mir Tipps geben? Ich glaube, du brauchst keine Tipps. Oh nee. Oh. 4. Ja. 4 steht für Fick. Es ist Pein. 3. Aber jetzt bis jetzt, vom Date her ist schön, oder nicht? Ja, hier ist echt schön. Oh! Nein! Fuck! Oh, nicht gegen die Speckies. Geht's? Früher in der Schule auch, ne? Immer, wenn jemand vor mir gelaufen ist, ich hab immer den Kopf getroffen. Hab ich so einen Typ, ne? Der hatte eine Brille. Ich von 100 Meter, bumm, alle gucken so, ne? Der kommt! Puff, hat's den erwischt, ne? Wenn mal seine Brille ist kaputt, der kommt zu mir. Ah! Wollte der mit Versicherung, hab ich gesagt. Haben keine Versicherung. Ich hab meinem Onkel auch mal die Brille vom Kopf geschossen. Warum? Ich hab einfach nicht getroffen, wie hier die ganze Zeit. Ja! Oh! Oh mein Gott! Ja! Wow! Super! Ja. Was sind deine Lieblingstiere? Delfine. Echt? Mhm. Auch schon mal geschwommen, ne? Mhm. Und wie war's? Richtig schön. Ja? Was meine Lieblingstiere sind? Ne, was denn? Wiesel. Ein Wiesel? Ja. Ist das wie so eine Kuh? Hä? Alter, wie gut! Ah! Dürfte ich Sie eigentlich fragen, haben Sie mal Sport gemacht in der Zeit? Ja. Sie sehen so sportlich aus. Mann, sieht das immer noch? Nee. Hä? Aber da müssen ja deine Organe. Hast du Organe? Hast du die rausgenommen? Ja. Rippen ausoperiert. Echt? Mhm. Habe ich auch mal überlegt. Fuck. Viele Menschen im Leben denken sich, sie müssen Schritt für Schritt den langen Weg. Nein. Hopp, rüber. Komm mit! Damit ich dir einen Kontakt träge.
Wie findest du es, wenn Männer sehr schlau sind? Das ist gut. Kann ich mit Händen zuerst? Ja, klar. Weiß nicht, ob ich komisch bin, aber der, das erinnert mich an irgendjemanden. Früher hat mein Vater mir schon Sachen gelehrt. Oha! Ach. Wir haben so einen Arsch drauf. Hast du das Geräusch gehört? Ich habe Ellen auf jeden Fall hier zu mir nach Hause eingeladen. Oh mein Gott. Ja, das ist schon wunderschön, oder? Ja. Hier kann man sich gut abkühlen im Pool. Ach, ja, Kleine! Aua, voll ins Gesicht! Hallo? Haben Sie schon mal getanzt mit einem Mann? Nein. Ich zeig dir mal ein paar Dance Moves. Okay. Die Hände ineinander verschränken, nach oben und hüpfen. Im Kreis. Ja, und immer. Ja, 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 ja. Ist dir der Wohlstand eines Mannes wichtig? Ab einem gewissen Alter sollte man schon für sich selber sorgen können. Wie viele Kinder möchten Sie haben? Also mindestens 2 und höchstens 3. Ich will nicht mehr als 3, das ist schon anstrengend, aber ein Einzelkind ist auch doof. Was ist, wenn ich 4 will? Für wie viel würdest du einen so Skorpion essen? Oh, das ist eine Spinne. Oh mein Gott. Wie hässlich. Ist sie echt? Digga, man kann die kaufen. Hallo. Digga, die Spinne wird 2 Minuten frittiert, Digga, und dann kannst du die essen. Ich bin Angel. Und zwar ist hier die heftigste Feuershow. Guck mal. Okay Leute, damit würde ich sagen, das war die letzte Überraschung für Elena gewesen. Damit endet unser Date jetzt hier. Du fliegst ja morgen auf jeden Fall nach Hause. Hab mich sehr gefreut, dass ich mit dir Zeit verbringen konnte. Und vielleicht sieht man sich ja nochmal. Fandest du jetzt das Date von 1 bis 10 am Ende? Ich fand's wirklich schön. 10. 10 von 10? Ja. Da müsst ihr mir uns jetzt küssen.